Was ist dein Warum? Warum arbeitest du an deinen Träumen? Warum arbeitest du an deinen Zielen? Warum arbeitest du an diesem Leben, das du dir jeden Tag vorstellst, an dieser Vision, an der du jeden Tag arbeitest? Warum machst du das? Warum? Warum möchtest du dieses Leben leben? Warum möchtest du deine Träume und Ziele erreichen? Warum? Warum möchtest du es erreichen, damit du dich selber erfüllst? Warum möchtest du das? Warum möchtest du Fußballspieler werden? Warum möchtest du Unternehmer werden? Warum möchtest du Schauspieler werden? Warum möchtest du Sänger werden? Wenn du weißt, was dein Warum ist, ist der Weg dorthin einfach. Ich weiß, was mein Warum ist. Ich weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ich weiß, warum ich jeden Tag diese Videos mache. Ich weiß, warum ich jeden Tag 120% gebe. Und das bis Ende meines Lebensjahres. Ich weiß, warum ich das Ganze hier mache. Ich weiß es. Und du musst auch wissen, warum du das, was du machst. Warum gehst du jeden Tag ins Training? Warum arbeitest du jeden Tag an deinem Traum? Arbeitest jeden Tag an deiner Vision? Arbeitest jeden Tag an dem Ziel, das du haben möchtest? Ich werde bis Ende meines Lebens an meinem Traum arbeiten, auch wenn ich es schon erreicht habe. Bis Ende meines Lebens, weil mein Warum so stark ist, dass es mich von morgens bis abends antreibt. Und wenn du weißt, was dein Warum ist, wird es dich noch stärker antreiben, als dich je zuvor irgendetwas angetrieben hat. Dein Warum wird immer rauskommen. Wenn du nicht mehr kannst, dann brauchst du dein Warum. Wenn ich nicht mehr kann, dann denke ich immer an mein Warum und dann treibt es mich an, dann gebe ich 120%. Nein, warum? Warum? Warum machst du das? Machst du das, damit du finanziell unabhängig bist? Machst du das, damit du glücklicher und besser leben kannst in der Zukunft? Machst du das wegen deinen Eltern? Machst du das wegen deiner Familie? Warum machst du das? Warum? In meines Lebens werde ich Motivationssprechen machen, egal was in meinem Leben vorkommt. Ich werde damit nicht aufhören. Wenn einer zu mir kommen würde und sagen würde, ja, hier, ich gebe dir 1 Million Euro, hör mir Motivationssprechen auf, würde sagen, nimm deine 1 Million Euro und lass mich in Ruhe, denn ich werde das machen bis zu meinem Lebensende.